Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ich sag's gleich mal vorweg, ich habe keine Ahnung, was ich mache, weil ich glaube, ich bin eigentlich genau der Falsche dafür, denn ich habe Demon's Souls nicht wirklich gespielt. Ich habe eigentlich alle Games von From Software so gut wie nicht gespielt, wenn nur ganz kurz. Bloodborne habe ich, glaube ich, mit am meisten gespielt, aber auch nicht enjoyed. Also bin ich, glaube ich, wirklich fernab von dieser Reihe. Wurde jetzt aber trotzdem mehrfach darauf angesprochen, was ich denn so von Elden Ring halte. Fand den ersten Trailer, der gezeigt wurde vor ein paar Monaten, super interessant. Sieht natürlich wunderschön aus. Und jetzt gerade ist ja auch noch der neue Trailer praktisch erschienen. Oder das Gameplay. Und das würde ich mir jetzt mal anschauen und mal so eine kleine Reaction drauf machen, nachdem ich da, wie gesagt, ein bisschen drauf angesprochen wurde. Gucken wir mal rein, oder? Hello everyone. Thank you for taking the time to join us today. In this video, we'll show some footage of our new action RPG, Elden Ring. Sehr gut vom PC-Build, schon mal gut. A little of this title's mood and gameplay. Ich bin gespannt, wirklich. Also ich erwarte eigentlich, umgehauen zu werden. Okay. Elden Ring is set here, in the lands between. Es sieht schon, also aussehen tut's fantastisch. Das war this halt aber auch klar. Acting as a place of rest for the player. Okay. Eine Ruhestätte oder zum Ausruhen. Oh. Oh, okay. Of course, we're free to choose alles klar. Follow this guidance or head off to explore in a different direction. Ja, es sieht halt, also alleine wie die Welt aufgebaut ist, wow. Sieht schon hammermäßig aus, definitiv. Hat halt auch diesen schönen Herr-der-Ringe-Flair. Ich glaube, da stehen einfach wahnsinnig viele Leute drauf. Ich eingeschlossen. Definitiv. What the? Junge, dieser Drache. Der sieht ja mal richtig geil aus. Okay, der Zauber sah ein bisschen lasch aus. Könnte der dem nicht wirklich Schaden zufügen? Oha, nice. Hat so von der, wow, von der Größe und Dimension so ein bisschen was von God of War. Aber boah, wow, sieht der Drache gut aus. Mit den Federn auch. Okay. Yo. Das sieht richtig gut aus. Und es sah auch nicht so brutal schwer aus wie alles, was From Software bisher so rausgebracht hat. Wenn man das nach einem Kampf beurteilen kann. Oh, my stars. I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Alexander, die eiserne Faust. Okay. In einem versiegelten Bottich. Put those doubts to rest. I'll be just fine. I'm very well trained. Give it your all, I say. Okay. Oh, das ist tatsächlich der Bottich, gar nicht irgendwer, der da drin ist, den man aus dem Bottich befreien soll, sondern den Bottich selbst muss man befreien. Ah. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelt the end of me. Also ich will ja nicht picky sein, aber jetzt sieht man definitiv das Game, also jetzt nicht wirklich grafisch, was komplett Neues ist. Es sieht phänomenal gut aus, versteht mich nicht falsch. Aber gerade so an den Gräsern und Bäumen hat man schon auch gesehen, dass es jetzt kein riesiger Quantensprung ist. Oh, ich liebe solche Karten. So schöne alte gezeichnete Karten. Super schöner Style. Wir können Marker nutzen, um die Karte zu customisieren. Such as setting reminders for the location of crafting materials or dangerous enemies. Cool.
Das ist richtig cool. Also man kann sich eigene Markierungen setzen, um die Karte sozusagen zu erweitern, wenn man Crafting Materials gefunden hat oder wichtige Gegner oder so. Sehr geil. Beacons placed on the map appear in the map. Oh. Leuchtfeuer kann man setzen, die man auch außerhalb der Map sieht. Cool. Es ist ein Open-World-Game praktisch. Also so ein richtiges, ne? Weil Bloodborne war ja, zumindest der Teil, den ich gespielt habe, war nicht Open-World. This allows for stress-free traversal of areas with a great deal of verticality. Nice. Also ich weiß nicht, es sieht einfach gut aus. Das auf jeden Fall. Und dieser extra Bounce des Pferdes ist witzig. Und auch, ja, dass sich das Pferd auflöst oder dematerialisiert und wieder materialisiert, wenn man es ruft, ist cool. Bitte. The carriage over there is carrying treasure. An opportunity too good to pass up. Okay, ein Schatz, aber bitte jetzt nicht Ubisoft-Style. Cool. Erinnert mich einfach auch ein bisschen an The Witcher. So vom Aufbau her und vom Gameplay her. Okay, er hat zumindest mal nicht sein Fernglas oder seinen Adler gezückt, um das Camp zu scouten und Gegner zu markieren. Da bin ich schon mal sehr froh. Und irgendwo den Alarm ausschalten, damit keine Nachrücktruppen, keine Nachschubtruppen gerufen werden können. Das ist schon mal sehr gut. Enemy stance can be broken with heavy strikes, such as when attacking from above. Mich würde mal interessieren, wie ist das, wenn er getroffen wird, tatsächlich. Unique attacks can also be interchanged between weapons. Ob man sofort tot ist oder nicht. Okay, da hat er Glück gehabt. Nice. In more perilous situations, we can summon spirits to assist us in battle. Spirits vary greatly in type, so we look forward to players experimenting and finding their personal favorites. Okay, also man kann sich Seelen rufen, die einen unterstützen. Oh, cool. Zweihändige Schwerter. Also beziehungsweise zwei Einhandschwerter. Oh, zwei Speere, auch cool. Online Multiplayer can also be enjoyed with players from other worlds. From cooperative to PvP and invasions. Wirklich? Koop, Invasionen und PvP im Multiplayer? What? Ich bin impressed. Also es klingt gar nicht nach dem typischen From Software-Titel bisher. Auch wenn es halt eben vom Style her genau in die Reihe passt. Und so vom Gameplay bisher auch. Und wow. Deadly creatures stalk this forest. Cool. So use stealth to avoid detection. Und diese mystischen Wesen halt, oder diese überhaupt mystische Welt, die aufgebaut ist, richtig Premium. Das gefällt mir richtig gut. Ich finde so, die Laufanimation ist, also wirkt noch so ein bisschen hölzern, auch einfach, weil ich glaube, dass es nicht ganz so schnell ist, wie andere Genrevertreter. Alter, was ist das für eine krasse Rüstung? Richtig, richtig brutale Rüstung. Wow. Sieht einfach richtig gut aus. Also egal, was wir bisher gesehen haben, sieht einfach alles gut aus. Okay, nice. Was ich mich noch frage ist, ob man Damage-Zahlen sieht dann im fertigen Spiel, weil jetzt gibt es ja praktisch keinen HUD.
in dem Trailer. Was? Die hat gerade einen Drachenkopf vor sich gecastet, um Feuer zu spucken? Crazy. Also wir haben ja praktisch keinen HUD. Dementsprechend sehen wir so sowieso keine Damage-Zahlen. Mich würde interessieren, ob es eigentlich welche gäbe. Ja, es wirkt halt total einfach nur wie ein ganz normales RPG. Ich bin gespannt. Wie lange ist die Präsentation? Ich habe irgendwas von 15 Minuten gehört. 15 Minuten Gameplay. Das ist schon ziemlich ordentlich. Finde ich auch gut, dass sie so viel zeigen. Soweit ich weiß, erscheint es ja Anfang nächsten Jahres. Januar oder Februar. Ich glaube Februar. Irgendwie um meinen Geburtstag herum. Catacombs, Caves, Mines and other dungeons can be found while out exploring the world. Cool. Also, Dungeons gibt es überall in der Welt verteilt. These dungeons each hold their own secrets. From hidden treasures to fearsome bosses. Sehr cool. Indiana Jones Style. Mag ich. Wolverine vor uns. Okay. Hä? Ich dachte jetzt, sie wird einstürzen oder sowas und blendet die nur weg. Aber trotzdem. Style ist immer noch super. Aber ich finde tatsächlich, die Bewegungen wirken ein bisschen hölzern. Ja, auch dieser Sprung hier jetzt gerade. Da würde ich mir wünschen, dass das noch mehr gepolished wird. Aber ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis zum Release. Aber letzten Endes ist das natürlich alles zweitrangig. Ne? Wenn die Story stimmt, wenn die Open World stimmt, dann sind ein paar komische Animationen eigentlich kein Problem. Auch hier das Gras. Das twitcht so ein bisschen, also bewegt sich nicht sanft, sondern manchmal so ruckartig. Offer you an accord. Okay. We've reached Stormvale Castle, a large-scale dungeon which connects seamlessly wow. to the surrounding Limgrave region. Sieht schon richtig gut aus auch. Wenn die sagen large-scale dungeon, ist das dann... Ist es dann tatsächlich immer noch eine Instanz im Sinne von ein Dungeon? Oder geht das dann so in Richtung Raid mit irgendwie cooleren Mechaniken? You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. You breach the castle undetected. Kann man dem trauen? Fair enough. You certainly don't have to trust me. Ah. Well, if you must go through the gates, I'll signal them to open. But of course, I'd advise against it. Aber so, jetzt hier das Gameplay, wirkt alles sehr, sehr ruhig. Okay, never mind. Wird man gleich eines Besseren belehrt? Main route seems risky, so we'll try entering through a back way. Aber trotzdem, generell wirkt das Gameplay schon ein bisschen ruhiger und langsamer im Vergleich zu anderen Genrevertretern. Oh, das war ein schöner Move. Okay, da wurde er jetzt mal getroffen.
Es scheint ganz okay zu sein. Also zumindest sieht es oder hält es nicht für notwendig, sich zu healen nach diesem einen Treffer. Extra care should be taken when moving through dungeons, as visibility and terrain differ from when in the open. We hope players enjoy getting a feel for the different types of areas and coming up with suitable strategies for each. Okay. War das ein One-Hit-Kill? Oder stehen wir wieder auf danach? Was ist das denn für ein Monster? Also trotzdem, alles in allem, Gameplay ist definitiv ein bisschen ruhiger. Also jetzt, ich glaube nicht nur hier für zum Zwecke der Präsentation, um zu zeigen, wie sich die Welt anfühlt und aussieht. Das allein ist es, glaube ich, nicht, sondern es ist tatsächlich einfach weniger los. Dungeons are complex and multi-layered, meaning they can be tackled from a number of routes. Das ist cool. Es erinnert so an so alte Spiele wie, kennt ihr Thief noch zum Beispiel? Wo man wirklich ganz viele verschiedene Routen nehmen konnte, um zum Missionsziel zu gelangen. You might have guessed. I'm looking for a little something. Here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind. For grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Cool. Oha, okay. Das sieht mir nach einem Bossfight aus. Okay, vergiss es, ich habe nichts gesagt. Steht er wieder auf? Nein. Ich habe nichts gesagt, es war wohl doch kein Bossfight. Oder er war ziemlich drastisch eingekürzt. Um zum Beispiel keine Mechaniken zu verraten oder so. In this next boss fight, we challenge one of the demigods, ruler of Stormvale, Godric the Golden. Okay. Auf den Dude bin ich gespannt. Ah, der ganze Style ist schon richtig cool. Thou art a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Boah, ist das alles langsam erzählt. Aber trotzdem halt sehr cool. Wahnsinn. X. I am the Lord of all that is golden. Okay. Jetzt sehen wir hier noch den Bossfight. Nice. Wirklich, jetzt hier auch die Waffe mit irgendeinem Trank oder Zauber belegt oder so. Es wirkt schon ein bisschen wie The Witcher, ne? Sehr cool. Okay, also man kann schon auch mal einen Schlag einstecken, ohne dass man instant down ist, auf jeden Fall. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das heißt, sie gehen halt weg von diesem richtig krassen Demon Souls Zeug. Ein krasser Arm. What the fuck? Thank you for watching. This was just a brief introduction to Elden Ring's fundamentals, but more details will be revealed at a later date.
There's not long to go now before release. In the meantime, we greatly appreciate your continued support. The Tarnished will soon return. Mehr Gameplay? Oh, ist das noch ein Trailer hinten dran? Someone must extinguish thy flame. They will fight. Cool. And they will die. Yo. For how else is a champion to be born? Wow. Sieht schon sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. 25. Februar, genau, ist genau mein Geburtstag herum. Ah, und die sieht halt auch leider richtig gut aus, die Collector's Edition. Habe ich auf Twitter schon gesehen. Ich mache nochmal kurz mein Bild weg. Oh, die Premium Collector's Edition. Uff. Ja. Standard Edition und Deluxe Edition. Kann man natürlich alles schon vorbestellen, wenn man das möchte. Ich hau euch die Links dazu einfach unten in die Videobeschreibung. Das sind Affiliate-Links zu meinem Amazon-Account. Also, wenn ihr Lust habt, euch das Ding vorzubestellen und mich dabei unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich gerne über diesen Link tun. Ist aber absolut kein Muss. Wenn ihr einfach noch auf weiteres Gameplay oder weitere Infos zu dem Video oder zu dem Spiel warten wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Ich denke, ich werde mir das hier noch ein bisschen weiter anschauen und das etwas weiter im Auge behalten. Das ist doch schick. Also das sieht einfach richtig, richtig gut aus. Und da haben wir jetzt schon ein paar gesehen. Solche Vistas, also die Überblicke über die Open World. Wie krass ist das eigentlich, dass es eine Open World ist? So wirklich im Sinne einer Open World. Finde ich richtig gut. Ich finde, es sieht hier alles ein bisschen leer aus. Keine Ahnung, ob es das halt tatsächlich ist oder ob Gegner irgendwie erst reinspawnen, wenn man in die Nähe kommt, oder ob das vorgefertigte Encounter sind. Kein Plan davon. Ich hoffe, dass wir da in den nächsten Wochen und Monaten mehr drüber erfahren. Wenn dem so ist, erfahrt ihr es hier bei mir auf dem Kanal auch. Also gerne mit einem Abo und der Glocke mit dabei bleiben, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt. Es kommen jetzt auch demnächst, nur nochmal hier für euch auch zur Info, die hier sind wegen RPGs, Looter-Shootern und Open-World-Games. Es kommen jetzt demnächst auf diesem Kanal auch keine First-Person-Shooter-Videos mehr, denn ich habe einfach einen neuen Kanal erstellt. Auf dem dreht sich dann alles um die Shooter-Games, die ich so spiele und für die ich Content mache, damit das Ganze einfach etwas getrennt ist und die Leute, die eigentlich nur RPGs und Open-World-Games haben wollen, nicht ständig irgendwie mit Videos gepinkt werden, die sie gar nicht sehen wollen. Und genauso können Leute, die halt eben mehr auf Shooter stehen, dann auch einen dedizierten Kanal dafür nutzen, um diese Videos zu sehen. Falls ihr da dazugehören solltet, das hier ist der Kanal. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Holy FPS. Ups, das ist der Kanal Trailer, den könnt ihr euch ja gerne anschauen, wenn ihr das wollt. Der Kanal ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, also einfach da mal reinschauen. So, hier habt ihr den Namen auch nochmal, Holy FPS. Wir sind mittlerweile, obwohl noch kein Video auf dem Kanal ist, schon auf 110 Abonnenten. Das freut mich riesig. Ich habe heute erst bekannt gegeben, dass, also wenn ihr das Video seht, gestern, dass ich diesen Kanal aufgemacht habe und den fertig eingerichtet habe. Und jetzt purzeln dann so nach und nach die Videos rein. Ansonsten sehen wir uns weiter hier bei Holy 13 Gaming. Es wird auch weiterhin Open World Games und Looter Shooter und dergleichen hier geben. Zumindest auf jeden Fall die Games, die ich bisher auf meinem Kanal gebracht habe. Also wenn es was Neues gibt bei Outriders, wenn es was Neues gibt bei Cyberpunk und dergleichen, dann erfahrt ihr das hier auf jeden Fall. Wenn irgendwann tatsächlich was Signifikantes mit The Division passiert, wie zum Beispiel Heartland oder so, dann werde ich mir das mit Sicherheit auch hier anschauen. Und ansonsten gucken wir mal, was die Zukunft so bringt. Ich finde, Elden Ring sieht sehr interessant aus. Schauen wir mal, was da noch so kommt. So. Das war's jetzt aber für dieses Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und nicht vergessen, Abo, Glocke und so weiter. Würde mich freuen, euch bald hier wieder auf diesem Kanal zu begrüßen. In dem Sinne, macht's gut, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns einfach, ich sag mal, im nächsten Video. Bis bald. Ciao.